Ciao ragazzi, was geht, euer Squee im Start, und damit herzlich willkommen zu der allerersten Folge von, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Format nenne. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Level 1 Standard-Account, den wir anfangen. Ich werde in diesem Format mehrere Folgen rausbringen, hoffe ich. Mal gucken, ob ich da Spaß dran habe oder nicht. Auch für mich ist das alles komplett neu. Wir machen so ein bisschen Tutorial, Educational, auf ein bisschen witzig und seriöser als sonst zumindest. Und wir fangen als erstes, glaube ich, heute an mit den Servern und den Settings. Und dann werden wir gucken, wir werden Quests machen. Ich werde ein bisschen was zu erzählen, wie das so aus meiner Sicht ist, was ich für sinnvoll halte in Tarkov. Welche Waffen ich zum Beispiel spiele im Early Wipe. Wir sind jetzt aktuell im Late Wipe vom Patch 12.10. Wenn der Wipe im Sommer kommen sollte, einfach ein guter Einstieg vielleicht an neue Spieler. Und das halt alles aus meiner Sicht. Und jetzt geht's los. So, Ragazzi, hier sind wir im Client. Und als erstes die Server. Das ist jetzt auf Auto-EU. Hier sehen wir Game Edition Standard. Und hier können wir die Server auswählen. Ich persönlich bin ein Fan davon, einfach EU-Server manuell auszuwählen. Das mache ich auf meinem anderen Account auch so. Da können wir einfach... Frankreich ist, glaube ich, ein guter. Da muss man natürlich immer auch so von Region... Das kann schon wieder sein... dass man in Dortmund richtig geile Server hat und dieselben Servereinstellungen in Dortmund Nord schon wieder komplett für die Brause sind. Ne? So richtig dahinter blicken tut, glaube ich, keiner, auch wenn es immer alle denken. Dann würde ich hier einfach, keine Ahnung, Netherlands nehmen. Dann nehmen wir noch Schweden, ist richtig Baba. Österreich. Also ich gucke jetzt ein bisschen, was hier so niedrige Ping-Dings hat. Und was man jetzt natürlich machen kann, wenn man einen ruhigeren Server will, vielleicht einen nehmen, der ein bisschen höheren Ping hat und nicht in Europa ist. Das muss man aber alles halt auch ein bisschen ausprobieren. Man kann auch nur einen einzigen nehmen. Ich glaube, Israel ist ein guter, so für Lootruns. Alle paar Monate ein Server irgendwie ausgewählt wird, wo Low-Leveler sind, die einfach nur ein bisschen so questen, Quest-Server, Loot-Server, wo nicht so viel PvP-Action ist. Aber ich würde die vier jetzt einfach mal drin lassen, bestätigen, und jetzt gehen wir ins Game. Ich weiß noch, zu meiner Anfangszeit war ganz groß immer hier, wurde immer viel Türkei gespielt, wenn man nur questen und looten wollte, weil da gar nichts drauf los war. Dann irgendwann kam Israel, dann war das doch nicht mehr so. Das verschiebt sich immer so ein bisschen, ne? Also Sprache auswählen. Die OGs spielen natürlich auf Englisch. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ganz am Anfang, die ersten paar Monate, habe ich auf Deutsch gespielt. Das kann man auch machen. Es ist ein bisschen verpönt, gerade als Streamer. Wenn ihr euch besser fühlt, nehmt ihr einfach Deutsch. Die meisten, ich glaube auch in allen Videos ist Englisch, ne? Weil man kann dann auch ein bisschen internationaler. Es werden auch viele englische Begriffe fallen. Aber ich bin damit gut gefahren, die ersten paar Monate auf Deutsch zu spielen. Und dann habe ich einfach auf Englisch geswitcht. Könnt ihr alles probieren. Nickname, das muss jetzt natürlich ein richtig knaller Nickname. Propital Bra zum Beispiel, habe ich auch schon mal gesehen in der Lobby. Ja, wir nennen unseren neuen Standard-Account Hawaii mit Oliven. So heiße ich übrigens auch auf Twitter. Wer mir da noch nicht gefolgt ist, gerne folgen. So, nach der Namenswahl kommen wir hier zu Bear und Yusek. Das heißt, die Auswahl des PMCs. Eigentlich ist nur der Unterschied beim Bear, der hat ein bisschen andere Klamotten. Und der kann die ganze Zeit auf Russisch reden, versteht man sowieso nichts. Der Yusek hingegen hat, wie gesagt, andere Klamotten. Und das macht im Moment spielerisch gesehen gar keinen Unterschied, welchen man nimmt. Nur der kann halt auf Englisch reden. Solche Sachen wie nice work, also der kann auch cool lachen, so, dann macht er so. ja, es gibt auf jeden Fall einen Haufen Möglichkeiten, wie man die schnacken lassen kann. Es soll wohl in Zukunft geplant sein, dass die verschiedenen Fraktionen verschiedene Skills auf Waffengattungen haben. Wie zum Beispiel wäre dann Bear, ist dann so AK Main, und Yusek ist dann eher so NATO-Standard. Mal gucken, was in Zukunft kommt. Wir nehmen den Yusek, denn den verstehe ich wenigstens, wenn er was sagt. Kann man hier noch ein bisschen aus drei verschiedenen Dings wählen. Einer hübscher als der andere. Wir nehmen auf jeden Fall hier so einen richtigen Four-Man.
bears, now we got goddamn scavs. So, da sehen wir, ich kann ja nochmal den Unterschied zeigen mit Bear. Er hat auch hübsche Gesichter und... Und man versteht halt einfach nichts. Deshalb nehmen wir den Yusek. Sollen wir Chris nehmen? Hier, Chris. Jetzt sind wir hier im Hauptmenü. Und bevor wir jetzt irgendwas machen, gehen wir als erstes in die Einstellungen. Ich habe hier ein paar Einstellungen. Also bei mir ist es jetzt hier schon fertig. Also es ist gespeichert von meinem anderen, von meinem Main-Account. Scope, Magnifikation. Das ist bei mir auf C. Also es gibt verschiedenartige Scopes. Zum Beispiel kann man mit einem Fernscope zoomen. Ja, ihr habt da verschiedene Zoom-Stufen, die sind bei mir auf C gelegt. Kompliziert, da zwei Tasten zu drücken. Deshalb habe ich das auf eine Taste gelegt. Und dann kann man auch nochmal umschalten zwischen Scopes. Man kann nämlich einen Nah- oder einen Fernscope haben oder einen Fernscope und einen Sidescope, dass er die Waffe dreht. Das habe ich auf der mittleren Maustaste, denn ich bin echt ein Spieler. Ich bewege meinen Kopf nicht. Normalerweise hat man auf der mittleren Maustaste, dass man diese Kopfbewegung machen kann. Man kann geradeaus rennen und nach rechts zum Beispiel schauen. Machen viele, wenn sie über den Flur laufen, um die Gegner zu spotten. Ich komme damit gut klar. Ohne müsst ihr halt, das sind alles so ein bisschen für Erfahrungswerte. Versucht einfach generell so als wirklich Tipp, dieses Spiel nicht so krass in der Theorie zu zerdenken. Man kann dieses Spiel auch einfach spielen, indem man einfach mal reingeht und um sich ballert. Und das macht auch eine Menge Spaß. Genau, Mumble habe ich verändert. Das ist, glaube ich, vorher Y gewesen, Mumble. Das habe ich dann irgendwann auf P gelegt, weil ich auf Y hinlegen habe. Ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ein sehr guter Tipp, check Time and Exits. Ja, ist O und normalerweise ist das aber Doppel-O, Time und Exits. Das würde ich einfach hier auf nicht Double-Click, sondern einfach auf Press legen. Dann habt ihr immer sofort alle Informationen. Was ich noch habe beim Aiming, ich habe beim Aiming gedrückt halten. Ich glaube, die Voreinstellung ist so, dass man einmal klickt, man geht in den Scope. Wenn man wieder klickt, geht man runter. Ich habe quasi gedrückt halten und bleib dann so lange drin, bis ich gedrückt halte. Normalerweise, glaube ich, hat man schon eine gewisse Shooter-Erfahrung, wenn man mit EFT anfängt und stellte halt so seine Settings ein, wie man die vorher auch in anderen Shootern hatte. Einfach mal kurz drüber schauen. Beziehungsweise dann einfach in-game, wenn man merkt, yo, fühle ich mich irgendwie unwohl mit irgendeiner Einstellung. Einfach ändern, dass man sich wohlfühlt. Fertig. Ist jetzt keine krasse Wissenschaft. Wo war Ducken normalerweise? Ducken habe ich zum Beispiel auf linke Steuerung. Manche machen das auf C. Ist normalerweise auf C, ne? Ich, so, weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, ist das bei Counter-Strike, dass man das auf Steuerung hat? In ganz vielen Games ist Ducken immer auf C. Ich weiß nicht, aus welchem Game ich das damals irgendwie mitgenommen habe. Auf jeden Fall ist bei mir Ducken immer Steuerung. Von Counter-Strike. Naja, kann sein, dass ich das sogar davon habe. Ich weiß es gar nicht mehr, weil das bei mir einfach immer so drin war. Okay, also Sprint auf Continuous habe ich dann wohl auch umgestellt. Also quasi, dass man so lange sprintet, wie man drückt. Und nicht dieses, ich laufe, drücke und laufe, bis ich wieder drücke, sondern einfach gedrückt halten. Auch keine Kunst. Ja, Sachen, die es hier halt noch gibt in Escape from Tarkov sind, wenn man zum Beispiel links alt gedrückt hält, kann man mit D und A quasi sein Oberkörper verschieben. Kann man sich hin und her lehnen. Wenn man, je nachdem wie man die gebindet hat, die Duckentaste, bei mir wäre das jetzt halt hier links Steuerung, also Left Control. Wenn man die gedrückt hält und dann mit dem Mausrad hoch und runter scrollt, wie man hier sieht, kann man quasi seine Position verändern. Das kann man, also ich sag das jetzt ja einmal kurz, das kann man am besten eigentlich in-game dann auch irgendwie zeigen. Hold Press, links alt. Ach, guck mal, ich habe das auf Press. Ich hatte das nie. Ah, guck mal. Alles klar, Continuous. Das ist quasi Luft anhalten, um besser zu zielen, gerade wichtig bei Fernkampf. Und ganz wichtig, was ich noch gemacht habe, der Discard-Button. Wenn man zum Beispiel am Looten ist und man will direkt was wegschmeißen, drücke ich zum Beispiel die linke Alt-Taste und die rechte Maustaste und kann aus meinem Inventory direkt was
rausschmeißen, um andere Sachen wieder reinzutun. Das ist halt einfach viel, 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 viel schneller. Das sind jetzt alles sehr viele Informationen. Wir gehen mal weiter zu den PostFX-Einstellungen. Das sind meine PostFX-Einstellungen. Ich habe es ein bisschen heller gemacht, also ein bisschen viel heller. Ein bisschen mehr Farbe reingeknallt. Ich persönlich, weil ich Streamer bin, ist das halt schwierig. Alles, was Schärfe gibt, sieht scheiße aus im Stream. Deshalb ist das alles auf Null. Ich habe mehr Farbe reingebracht, einfach um die Unterschiede, wenn Gegner zu sehen sind oder sowas, dass das kräftiger ist, dass ich das besser sehe. Mehr habe ich da gar nicht gemacht. Ja, Sound-Settings brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen, außer Binaural Sound. Das ist der sogenannte Steam-Audio-Sound. Muss man ausprobieren. Ich persönlich bin ein Freund davon und lasse das immer gerne an. Meiner Meinung nach sind dadurch die Sounds präziser und irgendwann soll das sowieso komplett übernommen werden, dass das der Main-Sound ist. Das kann man im Moment noch ausmachen. Ich finde es besser mit. Und dann haben wir hier noch Grafikeinstellungen, ist auch rechnergebunden natürlich, was halt hier wichtig ist. Die Objekt-LOD-Quality, das sind so Sachen. Ich habe mal gehört, das muss auf mindestens 2,5 sein. Andere Quellen behaupten auf 3,5, dass man gewisse Rauchsachen sieht. Also es gibt halt in diesem Spiel Exits, die nicht immer offen sind. Die kann man aber auch aus weiter Ferne sehen, weil der Rauch aufsteigt. So markierter Rauch, grüner Rauch von so Rauchfackeln. Man muss es aber wohl mindestens auf 2,5. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich habe es halt mittlerweile auf 3,5. Fahre damit gut. Das sind auf jeden Fall meine Settings. Mit denen fahre ich gut. Die sind mehr oder weniger zufällig gewählt. Ich habe ehrlich gesagt, bin ja auch ehrlich, keine Ahnung, was das ganze Zeug hier unten ist. Da findet ihr aber garantiert auch andere Videos. Das ist auch nicht so hier mein Hauptaugenmerk. Game haben wir hier noch. Also hier kann man die Sprache umstellen. Und es gibt halt das Overlay im Game, in Raid. Kann man sich hier entweder anzeigen lassen oder nicht. Das ist halt auch alles ein bisschen abhängig, wie man das selber haben möchte. Spielt damit einfach ein bisschen rum und schaut euch das selber an. Lasst euch nicht immer alles vorkauen. Probiert aus. Der Rechner wird schon nicht explodieren. Was ich nur empfehlen kann, hier am besten auf WebSocket machen. Dann fliegt man wohl nicht so oft aus der Lobby. Dieser schöne Back-Error, wenn man die Lobby gefunden hat und dann einfach wieder zurück ins Hauptmenü katapultiert wird. Und Headbobbing, falls das an sein sollte. Das heißt, dass wenn man rennt, die ganze Zeit der Kopf mitwackelt. Keine Ahnung, was das soll. Oder wer damit überhaupt spielt. Mir wird nach 10 Sekunden schlecht werden. Das halt noch auf 2. Und das war's. Ragazzi, das waren die Server- und Setting-Einstellungen. Einfach in meinen Worten ein bisschen leicht erklärt. Vielleicht auch ein bisschen wir für den einen oder anderen, wie ich das erklärt habe. Mal gucken, was in Folge 2 so passiert. Da gehen wir auf jeden Fall das erste Mal in den Raid. We'll be right back.